Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Vorgeles mit Mittelmark. Ein paar Stunden später. Ja, wir sind immer noch bei Güllefahren, aber jetzt nicht mehr mit Ausbringer, sondern wir fahren gerade Zubringer. Aber nicht Zubringer zum Fahrer, zum Ausbringer, sondern zur Produktion. Ich habe nämlich jetzt aktuell soweit alles an Gülle gefahren. Alle Flächen sind soweit fertig. Die Grasflächen kriegen nächsten Monat nochmal einen Schluck und dann ist es fertig. Am Hof, das Gülle-Silo ist leer. An den Kuhställen unten ist nichts mehr drin, das ist auch komplett leer. Ich habe jetzt gerade dabei, ich habe gerade die Düngerproduktion noch versorgt mit zwei Fass aus der Kläranlage. Da habe ich noch zwei Fässer Gülle wieder rausgezogen, weil auch noch 300 oder jetzt liegen aktuell noch 100, 170 Kubik oder so da drin. Da habe ich jetzt gerade noch zwei Fässer rausgezogen für die Düngerherstellung, dass sie zumindest einen Monat läuft. Die braucht 50 Kubik oder so. Oder 20, 30 Kubik. Ich weiß nicht, ich glaube 50 Kubik braucht die. Ein bisschen mehr. Ja, ich glaube 50 Kubik. Ich glaube zwei Fässer oder so braucht die. Die habe ich damit versorgt. Die ist fertig. Die Saatgutproduktion kriegt gleich noch einen Kipper Saatgut, dass sie da ein bisschen weitermachen kann. Genau, und wir fahren jetzt zur neuen Produktion. Da nehmen wir jetzt schon mal fast Gülle mit hin. Das habe ich jetzt auch unten aus der Kläranlage gezogen, weil ich habe keine Gülle mehr. Beim Kuhstall ist nämlich alles leer. Und bevor wir das nicht laufen lassen, habe ich gedacht, dann ziehen wir aus der Kläranlage noch zwei Fässer wahrscheinlich. Dann liegt in der Kläranlage liegen dann 100 Kubik und in den Produktionen liegen dann auch irgendwas immer um die 100 Kubik. Dann kommen wir da 50 bis 100 Kubik, dann sollte das ausreichen. Genau, wir fahren jetzt immer noch mit meinem Gespann. Ja, genau, der T7 fährt. Ich fütter gerade noch ein bisschen so die Kuhställe, was ich noch so da habe aktuell. Denn so viel habe ich nämlich gar nicht. So, jetzt müssen wir eben kurz gucken. Die kommen nämlich alle von da. Da seht ihr die Produktion nämlich auch schon. Die gucken wir uns sofort an. Müssen hier nur mal kurz. Die Wege einfach. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Und eigentlich. Erfassen wir jetzt einfach bis hier dran tüddeln. Und dann hier hinten einfach über das Grüne wieder raus. Ja, wir haben nämlich hier den Separator. Der Separator macht aus Gülle und Gärreste, macht Mist, Herbizid und Abwasser. Abwasser können wir dann wieder in die Produktion. Da in die Produktion reintun. Was wir aber machen, wir machen das. Wir machen das. Wir teilen. Genau, Saatgutproduktion, da fehlt wie gesagt noch Saatgut. Und den Separator füllen wir jetzt erstmal mit Gülle. Warenannahme flüssig. So viel passt jetzt auch gar nicht rein, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich mache hier nochmal ein Screenshot vom Transport. Und einen davon. Nur zur Sicherheit, ich weiß mich gerade nicht auswendig, wie so meine Beschaffenheit bei den. Folgen geht. Und wie hieß der andere noch?
Gärreste. Überlege ich nur, macht Sinn oben nach links, nach rechts oder nur nach rechts oder nur nach links. Ist natürlich die Frage der Fragen. Fahre ich jetzt einfach noch einen Meter vor, mache einen Punkt und setze dann Abfahrpunkt für die Dings und komm, gib mir einen Horn. Herbizide, schreibt man das so? Mist. Ich hoffe, man schreibt das so. Wenn nicht, wird mir das irgendwann wohl auf, wenn es verkehrt geworden ist oder nicht. Separator. Tisch einfach so machen. Nicht schön, aber selten. So, und ich würde vorschlagen, wir holen noch ein Fass. Über die gute Buckelpiste. Was mir heute aufgefallen ist, da seht ihr meine Maus? Ja, seht ihr. Trip. Ich habe 100 Kilometer, oder beziehungsweise der 6R hat an die 100 Kilometer gefahren. Ich habe den Server heute aber zwischendurch auch schon einmal ausgeschaltet, glaube ich. Oder habe ich den heute Morgen noch wieder angemacht? Das ist natürlich möglich. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Kann natürlich sein, dass ich den heute Morgen einfach angemacht habe und seitdem durchlaufen gelassen habe. Ne, ich hatte ja zwischendurch das Problem mit dem, mit der Condor. Dann wohl eher nicht. Na gut, Gärreste haben wir aktuell nicht. Aber ich denke, mit Glück können wir das auch alles ganz gut laufen lassen. Wir dürfen gleich noch nicht vergessen, die Produktion mal anzuschalten und mal gucken, wie viel Gärreste der da wohl, doch Gülle der da wohl sich da jeden Monat wegschnüffelt. Und, kleiner Sneak Peek, habe ich gekauft. Voll ausgestattet. Das Einzige, was noch an die Spiegel muss, ist, dass Isaria-System, weil der vielleicht auch Fass fahren soll, dann braucht er das Isaria-System. Der hat aktuell nur GPS drauf, sonst nix. Dicke Reifen, also breite Reifen mit Radgewichten, GPS und mehr hat er nicht drauf. Mehr braucht er ja auch nicht. Das Isaria-System kommt noch in die Spiegel, das habe ich vergessen. Hätte man sofort mitmachen können. Machen wir gleich noch, oder machen wir. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, aber machen wir auf jeden Fall noch vor dem Ersteinsatz, falls wir den noch brauchen. Ich weiß noch nicht, ob wir den dies Jahr noch brauchen. Vielleicht, wenn noch irgendwie ein bisschen Gruber- oder Pflugarbeit kommt oder so, könnte man den noch einsetzen.
Ich weiß noch nicht, ob man nicht noch guckt nach noch ein Transportfass für alle möglichen erdenklichen Flüssigkeiten. Da, was fällt denn das olle Transportfass? Universal. Kann theoretisch auch Gülle. Will ich aber eigentlich nicht. Für Gülle kriegen wir den, wenn wir noch ein Gülle-Ding brauchen, kriegen wir noch hier einen Garant und fertig. Weil das muss schon ein bisschen wie so ein Zubringfass aussehen, sonst ist das ja auch nichts. Na, ich überlege halt jetzt, wir müssen Milch fahren, wir müssen Milch von einem Kuhstall fahren, Wasser für zwei Kuhställe fahren, dann kommt noch Herbizide und Flüssigdünger dabei. Ich würde jetzt nämlich ganz gerne noch Wasser fahren wollen. Vielleicht kaufen wir uns einfach noch den Zubringfass mit Trecker dabei und eine Dolly. Oder Trecker haben wir ja, aber dann noch Dolly dabei oder so. Und dann könnte man sich ja schon fast wieder überlegen, noch einen passenden Trecker dazu sich anzuschaffen. Oder den 215, also den 714 nutzen für Transportarbeiten, weil wir haben ja dann zwei Güllefässer, die gefahren werden müssen. Da müssen wir Transport mitfahren von unten nach oben und zu den ganzen anderen Produktionen. Gülle und Gärreste eigentlich hin und her. Und dann könnte man noch überlegen, man kauft wirklich noch einen 215 voll ausgestattet, den man dann für Feldarbeiten nutzt. Und den Vario plant man dann eher ein für die ganzen Transportsachen. Hier jetzt den 28 Kubik die Tonne fahren für die Gülle und das Universaldingen Wassertransport, Herbizidtransport, wenn der LKW ausgelastet ist mit der Milch zum Beispiel oder halt Milch fahren, darüber geht ja theoretisch auch. Und wir haben den Trecker halt noch. Mit dem Trecker kannst du viel besser auf Feldern fahren und so, falls man da. Und wir haben noch einen Trecker, theoretisch. Alles nicht so einfach. Kaufen auch die Rolli Dolly dazu. Kaufe ich jetzt zwar noch nicht, aber wir könnten mal kurz gucken. Das ist doch nur der 230, oder? Zu 15 hat dann 300 PS.
Variante mit Panorama, Starfire, den Jahresaufkleber, Frontlader brauchen wir nicht, Isara-System, GPS. Haben wir noch einen schwarzen? Boah, ne, der geht ja gar nicht. Das geht auch nicht. Kannst eigentlich nur einen grünen nehmen, weil noch einen schwarzen will ich eigentlich nicht. Kostet 230.000 Euro. So, war jetzt genug. War jetzt teuer genug. Mischation haben wir aktuell nicht. So. Genau. Wir sind weit drüber. Wir gucken uns nochmal den Fuhrpark an, den wir uns neu erworben haben. Einen Fendt. Was ist jetzt genau? 7, ne, 10. Geht das von der anderen Seite vielleicht einfacher? Ein 1050 für Ackerarbeiten und ähnliches. Isara-System kommt da dran. Dann Transportfass mit Dolly und einen brandneuen John Deere 6R 215, der den Vario ablöst. Transportfahren. Ob dann der Vario jetzt Transport wird oder der. Der hat jetzt knapp 300 PS. Der hat jetzt, der hat nur 150 PS. Nein. Mal eben kurz gucken. Wenn der nämlich Transport fahren soll. Weil da haben wir nie eine weitere Motorstufe reingebaut. Was der Spektakel dann kostet. Aktuell ist ein 714 mit 150 PS. Ja, oder wir können auch mal 100 PS oben drauf bauen. Radvariante, Radgewichte von Dambo 9, GPS. Konfigurieren wir auch mit, kostet nochmal 63.000. Bam, bam. Ein 724. Läuft doch. So, dann haben wir, glaube ich, aktuell an Fuhrpark, Drescher haben wir, Hacker haben wir. Pappel müssen wir nächsten Monat noch machen. Transport. Fasskombination haben wir geändert und angepasst. Jetzt haben wir auch mehr. Und wir müssen uns mal überlegen, vielleicht machen wir das sogar in der nächsten Folge. Ich mache es jetzt nicht mal heute Abend, wenn es 0.15 Uhr. Vielleicht müsste man hier nochmal überlegen, ob man nicht vielleicht hier mal anfängt mit den Durchfahrtshallen für die sowieso relativ oft genutzten Kombinationen, wie zum Beispiel der ist ja relativ fest oder viel oft damit zusammen. Die Fasskombination, die könnte man auch hinten sonst so nur reinschieben. Aber die ganzen Dollys, ach hier die ganzen Transportfässer, die könnte man theoretisch auch immer rein, weil sich hier so schön hinstellen. Und wenn man mal eins braucht, nimmt man sich eins weg. Das könnte man theoretisch auch machen. Wenn man mal eins braucht. Ist ja auch so eine Sache. Wenn sowieso relativ viel dann in Richtung, so jetzt machen wir das Isaria-System da vor wir hinter, sonst wird das sowieso nix. Ich hab ein bisschen geraucht, um ein bisschen hin und her zu fahren oder so. Das
Was macht der Deutz? Kurz gucken, was der Deutz macht. So, und du darfst jetzt eigentlich Hofparkplatz, komm, fahr mal eins an, auf geht's. Er fährt noch zur Werkstatt. Macht das der Deutz auch? Fährt tanken wahrscheinlich, oder? Braucht er theoretisch nicht. Aber damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir schauen morgen wieder rein in die ganze Fahrzeugkolonne. Vielleicht fangen wir dann auch am Hof an mit Umbauten. Wir wollen ja noch Durchfahrtshallen haben. Brauchen wir theoretisch so oder so, denn wir produzieren aktuell zu wenig Strom. Das ist vielleicht ganz angebracht, wenn wir sagen, wir tütteln dann noch da vorne noch ein paar Hallen in. Die sind jetzt auch nicht so wüst teuer. Das könnte man wahrscheinlich wohl verkraften, denke ich mal. Wenn man die Fässer mit Kombination hier mal hinstellt, immer so hier dann, weil hier ist eh sowieso so eine tote Ecke, dann könnte man die eigentlich dafür wohl nutzen. Wir können uns ja auch, können uns ja schon wohl glücklich schätzen, wir haben ja doch schon ganz plausiblen Fuhrpark. Den lassen wir jetzt mal hier so stehen. Dann müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen umräumen. Gut, aber ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Danke, tschüss.